herzlich willkommen zum TRX-Training Perfect Pairs. Wir trainieren heute den ganzen Körper und wie der Name schon sagt, wir kombinieren zwei Übungen miteinander. Du ziehst jetzt für den Start deinen Sling-Trainer etwas oberhalb der Knie, stellst dich aufrecht hin. Viel Spaß dabei! In der ersten Übung ruderst du einmal mit engen Armen und dann öffnest du die Arme ganz weit nach außen. Das sind die ersten beiden Übungen, die wir kombinieren. Also enges Ruder und weit die Arme öffnen in die T-Position. Du hast dabei deine Füße etwas geöffnet, stehst so steil da, wie es für dich heute passt. Je steiler, desto anstrengender, vor allen Dingen für die T-Position. Und möchtest immer von oben bis unten eine gerade Linie sein. Natürlich auch gleichmäßig atmen. Deine Arme gehen leicht gebeugt nach außen in die T-Position. Löse und es geht weiter mit Lunges. Ein Lunge nach hinten. Und dann das Bein seitlich anheben. Wir bleiben immer auf der gleichen Seite. Also Step zurück, hinteres Knie beugen und dann seitlich das Bein nach oben ziehen. Du kannst das Bein gebeugt oder gestreckt nach außen führen. Aufrecht im Oberkörper bleiben. Wechsel auf dein anderes Bein. Step nach hinten. Schau, dass du schön auf der Zehenspitze aufsetzt. Also nicht nach außen oder nach innen im Knie kippst. Alle Zehen werden gleichmäßig belastet. Und immer noch in Ruhe ein- und ausatmen. Locker deine Beine etwas aus. Hab die Hände jetzt vor dem Brustkorb. Geh einmal in den Orang-Utang und danach dann in die I-Position. Also Hände vor die Brust. Die Handflächen schauen Richtung Brustkorb. Dann dreh die Handflächen Richtung Boden, während du mit viel Spannung die Arme zur Decke ziehst. Also drehen. Arme hoch, der ganze Körper bleibt gestreckt und gespannt. Und Handflächen zur Brust. Ja, jetzt musst du wieder drehen in den Händen. Schultern bleiben schön weg von den Ohren dabei. Du spürst jetzt gut den oberen Rücken, die Schultern. Sehr gut. Alles wieder auslockern. Dreh dich einmal um. Es gibt wieder Lunges. Dieses Mal steigst du nach hinten, gehst mit den Armen nach oben und verlagerst dein Gewicht aufs vordere Bein. Also hinten tief und dann Arme hoch zur Decke. Lunge und Arm und Bein hoch. Gut ausbalancieren beim zweiten Übungsteil. Hinten wieder schauen an der Zehenspitze. Alle Zehenspitzen werden schön abgesetzt am Boden. Locker dich für einen Moment aus, bevor du auf die andere Seite wechselst. Also mach dich bereit im Ausfallschritt. Beuge dein hinteres Knie und dann wieder schön Gewicht verlagern. Zieh dich so weit nach oben mit den Armen, wie du kannst.
Wunderschön gerade das Bein hinten anheben. Lösen und auslockern. Lass den Slingtrainer gleich los, aber bevor du das tust und dir deine Matte holst, zieh ihn mit der Länge so, dass die Rollen oder deine Schlaufen knapp unterhalb von deinem Knie sind. Wir kommen nach unten auf die Matte. Gib dir noch einen Moment Zeit und dann beginnen wir mit nach hinten absetzen, Po geht an die Fersen, kombiniert mit einem Liegestütz. Also Popo Richtung Ferse und dann die Arme schön beugen. Und wie immer ist dein Oberkörper lang, die Wirbelsäule ist eine schöne Linie. Dann nach hinten setzen, Arme zur Decke schieben. Dehne deine Wirbelsäule. Beim Liegestütz teste auch mal deine Handgelenke. Sind die gerade ausgerichtet oder hast du die vielleicht abgeknickt? Wunderbar. Lege dich auf den Rücken und zwar so, dass dein Kopf Richtung Anker zeigt. Füße stellst du am Boden auf. Also der Kopf sollte relativ nah an deiner Wand, an deinem Anker sein. Wir kombinieren Crunch und Bridge. Also Crunch nach oben, Kopf und Schultern anheben. Arme bleiben für beide Varianten schön ausgestreckt. Mit dem Ausatmen zieh dich nach oben. Leg dich ab und dann heb dein Becken Richtung Decke an. Schön den Popo dabei anspannen. Also bei der Brücke Po anspannen, wieder ablegen und beim Crunch dann den Bauch anspannen. Wieder lösen. Komm nach oben und dreh dich um. Wir kommen jetzt gleich in den Unterarmstütz. Also du kannst dich gerne schon mal mit deinen Füßen in die Schlaufen einhängen, auf den Bauch legen. Setz die Unterarme am Boden ab. Gib dir noch einen Moment Zeit, hier in der Position anzukommen. Und wenn du bereit bist, dann komm auf die Knie und strecke dann die Beine aus. Und jetzt gehen einmal deine Knie zur Seite und dann gehst du in die Säge. Also Säge nach vorne und dann beide Knie zu einer Seite. Säge nach vorne, beide Knie zur anderen Seite. Wieder sägen. Und Knie zur Seite. Also lass deine Knie schön eng nebeneinander. Ich hoffe, du atmest immer noch. Spürst jetzt gut den Bauch und auch den Rücken, die Schultern natürlich. Wunderbar. Komm langsam mit den Knien auf den Boden, dann mit dem Rest des Körpers. Kurze Durchschnaufpause, denn es geht gleich weiter im Handstütz. Also gönne dir noch einen Moment Erholung, bevor du dann gleich auf deine Hände nach oben gehst.
Wir hängen uns wieder aus, also Schultern weg von den Ohren, Beine sind gestreckt. Einmal Beine öffnen, schließen und dann beide Knie zum Brustkorb. Das ist unsere Kombination. Du kannst die Beine so weit öffnen, wie du Platz hast. Du siehst, bei mir ist dieses Geländer im Weg. Ich habe nicht ganz so viel Bewegungsspielraum. Natürlich kannst du auch die Übung auf deinen Fäusten machen, falls dir das besser für deine Handgelenke zusagt. Komme langsam wieder auf die Knie, erhole dich im Fersensitz, dehne dich nach vorne. Und richte dich dann langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Setze dich bequem hin. Und atme mit mir über die Seite ganz tief ein. Du hast es geschafft, wir atmen aus. Tief Luft holen, zieh dich nochmal gut in die Länge und löse wieder und noch einmal. Dieses Mal ziehst du die Hände vor den Brustkorb. Schön, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, dir gefällt der schöne Ausblick hier. See you.